Lektion 6. Einfach oder hin und zurück. In this unit, you'll be learning some of the language you need when you travel by public transport. First, taxis. If a taxi driver asks you where you want to go, he'll probably start with wohin, where to. Wohin bitte? Wohin möchten Sie bitte? Wohin darf ich Sie bitte fahren? Dialog 1. Guten Morgen, bitteschön. Guten Morgen. Wohin darf ich Sie bitte fahren? Zur Firma Rau in Neuss, zum Haupteingang. Wohin möchte die Dame? Zur Firma Rau. Die Firma, the firm or business. And she wants to go to the main entrance, zum Haupteingang. Zur Firma Rau, zum Haupteingang. You say zur, if you want to go to a place that's a D-word. Zur Konditorei Krämer, bitte. Zur Stadtkirche, bitte. Zur Firma Rau, bitte. And you say zum, if it's a word with der or das. Zum Bahnhof, bitte. Zum Schloss, bitte. Zum Haupteingang, bitte. Zum. Try saying it. Zum. The sound at the beginning is like T and S put together. Tss. Zum. Zum Zoo. Zur. Zur Zoostraße. Zur Zoostraße 10, bitte. Straße is a D-word, so you can say zur Zoostraße 10, bitte. Zur Poststraße 20, bitte. But you can just give the name of the street and the number without zur. What's different about the way you say an address in German? Guten Tag. Wohin möchten Sie? Marktstraße 9. Schlossstraße 61. Pestalozzi-Straße 54. Did you spot the difference? The number comes after the name of the street. It's the same when you address a letter. Now, you're having a day out and are doing things in style. You're going everywhere by taxi. How do you tell the drivers where you want to go? You're off to the Castle Museum, das Schlossmuseum. Wohin möchten Sie? Zum Schlossmuseum, bitte. Now for Kaffee und Kuchen. At Konditorei Krämer. It's die Konditorei. Wohin möchten Sie? Zur Konditorei Krämer, bitte. You pick up friends at 40 Park Street. Wohin möchten Sie? Parkstraße 40, bitte. And you all go off to the theater. Das Theater. Wohin möchten Sie? Zum Theater, bitte. But what about paying? Just as when you're shopping or in a restaurant, you can ask, was macht das? And just as when you tip the waiter, it's usual to round up the amount to the next mark and say, das stimmt so, like Knut Krödel. He's going by taxi to Altenzelle, a suburb of Celle. How does he tell the driver where to take him? Dialog 2. Guten Morgen. Guten Morgen. Wohin möchten Sie bitte? Nach Altenzelle, Pestalozzi-Straße 54, bitte. Ja, gern. So, wir sind da. Was macht das bitte? 14 Mark und 60. So, das stimmt so. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wohin möchte Herr Krödel? Nach Altenzelle. Nach. If you're going to a building, street, park or square, you say zum or zur. But if you're going to a city, town, village or suburb, you say nach. Nach Neuss bitte. Nach Celle bitte. Nach München bitte. It's the same when you're booking a train ticket. Dialog 3. Zweimal, erster Klasse nach München, bitte. Einfach. Bitte, 216 Mark. Bitte schön.
Where's the man going? Wohin fährt der Herr? Nach München. To Munich. Is he going first class or second class? Fährt er erster Klasse oder zweiter Klasse? Erster Klasse. First class. Single or return? Einfach oder hin und zurück? Einfach. Single. And how many tickets does he want? Two. Zweimal, erster Klasse nach München, bitte. Einfach. Zweimal. It's the same as when you order in a restaurant. What would you say if you wanted three tickets? Dreimal. Now try booking a ticket yourself. We'll do it bit by bit. You want one ticket, so what do you say? Einmal. You're going second class. Erster Klasse oder zweiter Klasse? Zweiter Klasse. To Cologne. Nach Köln. And you want a return. Is that einfach oder hin und zurück? Hin und zurück. Try the whole thing. Einmal, zweiter Klasse, nach Köln. Hin und zurück. Einmal, zweiter Klasse, nach Köln. Hin und zurück. Was macht das? Dialog 4. Einmal zweiter Klasse nach Köln. Hin und zurück. Was macht das? 76 Mark für das Erste. Was macht das? 76 Mark. And that's the end of the first section of the unit. Mit dem Taxi fahren. Dialog 5. Guten Abend, bitteschön. Guten Abend. Nach Karst, Neusser Straße 35. Karst, Neusser Straße 35. Dialog 6. Guten Tag. Guten Tag. Zum Bahnhof bitte, so schnell wie möglich. Ja, ist in Ordnung. Mark und 80 macht das dann bitte. Ja, 5 Mark, stimmt so, bitte sehr. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Dialog 7. Guten Tag. Guten Tag, wohin möchten Sie bitte? Zur Jägerstraße 71. Ja, sofort. Wir sind da. Was macht das? 2 Mark und 50, bitte. Das stimmt so. Dankeschön. Bitte. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Mit dem Zug fahren. Dialog 8. Einmal zweiter Klasse nach Celle, bitte. Einfach oder hin und zurück? Einfach, bitte. Bitte sehr. Ist das der Zug nach Celle? Nein, das ist der Zug nach Göttingen. Der Zug nach Celle fährt auf Gleis 4. Dialog 9. Einmal zweiter Klasse nach Dortmund, bitte. Hin und zurück. 45 Mark, bitte. Von welchem Gleis fährt der Zug? Auf Gleis 12. Dankeschön. Dialog 10.
Einmal einfach Braunschweig, bitte. 7 Mark, bitte. Bitte sehr. Bitte. Danke. Kann ich direkt fahren? Sie können direkt nach Braunschweig fahren. Von welchem Gleis, bitte? Gleis 8. Dankeschön. Mit dem Bus und mit der Straßenbahn fahren. Dialog 11. Fährt dieser Bus zum Bahnhof, bitte? Ja, 60 Pfennig. Einmal. Bitte. Dialog 12. Entschuldigen Sie, ist das der Bus zum Hallenbad? Nein, dieser Bus fährt nach Westerzelle. Welcher Bus fährt zum Hallenbad? Die Linie 24. Vielen Dank. Dialog 13. Entschuldigen Sie bitte, ist das die Straßenbahn zum Bahnhof? Nein, nehmen Sie die Linie 5. Dialog 14. Entschuldigen Sie, welche Straßenbahn fährt nach Stöcken? Die Nummer 16. Danke sehr. Übungen zum Verstehen. Übung 1. Einmal erster Klasse Hamburg, bitte. Einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. 34 Mark, bitte sehr. Zweimal erster nach Minden, bitte. Einfach. 24 Mark, bitte. Kann ich direkt fahren? Ja, Sie können direkt fahren. Und von welchem Gleis? Gleis 14. Schluss. Übung 2. Entschuldigen Sie bitte, welcher Bus fährt zum Bahnhof? Die Linien 8, 10 und 24. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte, welcher Bus fährt nach Altenzelle? Nach Altenzelle fahren die Linien 11 und 24. Welcher Bus fährt nach Vorwerk? Nach Vorwerk fahren die Linien 6, 8 und 12. Schluss. Zum Sprechen. Übung 3. Wohin möchten Sie? Zur Opernkonditorei. Ja, in Ordnung. Wohin bitte? Zum Flughafen. Gut. Guten Tag, bitte schön. Zum Hallenbad. Ja, sofort. Wohin darf ich Sie bitte fahren? Nach Celle. Wird gemacht. Bitte schön. Zum Zoo. Ja gut. Guten Morgen. Wohin möchten Sie? Adenauerstraße 6. Ja, in Ordnung. Wohin bitte? Nach Stöcken. Ja, sofort. Wohin möchten Sie bitte? Zum Bohmann-Museum. Ja, in Ordnung. Schluss. Übung 4. Bitte schön. Einmal zweiter Klasse nach Köln, bitte. Einfach oder hin und zurück? Einfach, bitte. Guten Tag. Bitte schön. Zweimal zweiter Klasse nach Neuss, bitte. Ja. Einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. Bitte schön. Einmal erster Klasse nach München, bitte. Bitte schön. Einfach oder hin und zurück? Einfach, bitte. Guten Morgen. Bitte schön. Einmal zweiter Klasse nach Ulm, bitte. Ja. Einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. Bitte schön. Zweimal erster Klasse nach Hagen, bitte. Einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. Guten Tag. Bitte schön.
Zweimal zweiter Klasse nach Paris, bitte. Ja, einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. Bitteschön. Schluss. Hören und verstehen. Frau König is a teacher in Neuss. She's talking about traveling by tram. Wollen Sie in Deutschland mit einer Straßenbahn fahren? Dann lösen Sie zuerst eine Fahrkarte. An den großen Haltestellen können Sie die Karte aus einem Automaten ziehen. Sie können aber auch eine Fahrkarte kaufen an einem Kiosk, in Schreibwarengeschäften oder in Reisebüros. Eine Straßenbahn hat gewöhnlich 2 oder 3 Wagen und Sie steigen in der Mitte oder hinten ein. Sie stecken Ihre Fahrkarte in einen kleinen Automaten und entwerten sie. Wenn Sie aussteigen möchten, drücken Sie auf einen roten Knopf am Ausgang und Sie können die Straßenbahn verlassen. Wenn Sie keine Fahrkarte gekauft haben, müssen Sie vorne in die Straßenbahn einsteigen. Dort können Sie eine Karte beim Fahrer lösen. In vielen Städten Deutschlands gibt es noch alte Straßenbahnen. Da kommt ein Schaffner und verkauft oder entwertet die Fahrkarte.